Hallo Freunde, was geht ab? Jetzt ist Game Inc. am Start. Tag Leute, willkommen zu Game Inc.'s Weg vom Brett. Und heute habe ich mir überlegt, da ich seit langem mal das alles hier archivieren möchte mit einer App, damit ich das immer auf einen Blick habe, dachte ich mir, es ist eine gute Sache, das vielleicht auch in einem Video gleich zu vertun und mal ein bisschen Show aufmachen, was ich mir alles so geleistet habe, was sehr traurig ist eigentlich. Was da Geld reingeflossen ist in meine Spielesammlung. Und vielleicht ist ja auch ein Titel dabei, den ihr gerne sehen wollt. Das könnt ihr natürlich dann in die Kommentare oder via Twitter @nobrofruby mir senden. Wir fangen an von neu nach alt. Von oben nach unten. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Und ich habe mir eine App runtergeladen. Gucke ich mal, wie heißt die? Gamer heißt die. Naja, ich kann ja mal zeigen. Sieht man das? Hier, das unten. Ich habe auch eine andere App, eine kostenpflichtige. Die heißt Videogames. Die kostet aber, um alle Features nutzen zu können. Das fand ich nicht so toll. Gut. So, das Coole ist, ich kann sagen, für welche Plattform habe ich das. Und genau. Doom. Da haben wir doch noch ein Doom. Das ist aber das neue Doom. Und ich werde auch immer ein bisschen vielleicht was zu erzählen, wenn es da was zu erzählen gibt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich werde, da ich jetzt gerade bei Doom bin, werde ich die eintragen. Und die Geschichte werde ich dann aber erzählen, wenn wir zu dem Titel kommen. So, Add to Library. Und das habe ich für den PC. Das gab es auch für den Mac, für die 360. Die 360 habe ich es aber auch. Aber für die BFG Edition. So, gut. Fangen wir an mit einem Spiel. Und jetzt gleich das Beste. Madden NFL 2016. Und wisst ihr was? Das Spiel habe ich noch nie gespielt. Das ist bei der Xbox One immer noch auf dem Update-Status. Madden NFL 2016. Das gab es mal bei uns. Und mir wurde das in die Hand gedrückt. Und ich dachte mir, kann man schon mal mitnehmen. Kann man sich ja vielleicht mal anschauen. Das habe ich für die Xbox One und es ist dann. Tja, mehr gibt es auch zu dem Spiel nicht zu sagen. Aber zu dem nächsten Spiel, wo ich mich sehr lange drauf gefreut habe. Ein Halo für die Xbox One, Halo 5. Da hatte ich nämlich sehr viel Spaß, mich drauf zu freuen. Halo 5 Guardians, hier haben wir es schon. Weil ich habe mir auch die Master Chief Collection, zu der wir gleich kommen, okay, geholt. Und mich sehr darauf gefreut, weil ich mag diese Rumble Packs in den Triggern beim Schießen sehr. Weil das hat nochmal so eine gewisse Realitätsnähe. Es fühlt sich halt cool an. Und war furchtbar enttäuscht von der Geschichte. Und von der sehr kurzen Singleplayer. Ich glaube, es ist die kürzeste Singleplayer-Kampagne. Gut, man kann wieder Sachen suchen. Aber that's not the point. Ich glaube, ich war nach 7 Stunden durch. Und alle anderen Halo-Teile, da war ich gut 10 Stunden mit beschäftigt. Also ich würde sagen, ein Viertel an Zeit ist bei mir weggefallen. Dann die Geschichte mit diesen zwei Leuten. Ich habe mich immer gefreut, wenn man Master Chief spielt, weil darum geht es ja immerhin. Und der andere, ich habe seinen Namen schon vergessen, war mir so egal, wie der denn da findet. Ich meine, er wurde cool in der Master Chief Collection eingeführt mit dem Halo 2 Remake. Wo er wissen wollte, warum der Master Chief so geil ist. Und das hat er leider nicht erreicht. Und es ist auch komisch, warum es wieder Spartans gibt. Wo kommen die her? Ich dachte, der Master Chief ist der letzte Spartan. Haben sie die jetzt schnell nachproduziert innerhalb von 10 Jahren? Na, dann war ja nicht so der Notstand. Aber gut. Gehen wir weiter zu Dragon Age Inquisition. Auch ein Spiel, für das ich noch nichts ausgeben musste, denn auch das war ein Geschenk vor nicht allzu langer Zeit.
In Ach, das wird er schon finden. Jetzt keinen Bock, Inquisition einzugeben. Ganz komischer Titel. Ich habe bis jetzt zwei Dragon Age gespielt. Origins, was furchtbar ist, weil ich verliere das sofort den Zopf und habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und hier muss ich sagen, das ist so Minecraft-Game. Was soll das heißen? Nicht, dass man Blöckchen bauen kann, sondern dass es furchtbar entspannt ist, es zu spielen. Das haben wir für die One, das gab es auch für die 360. Sehr interessant. Es ist eine sehr schöne App, weil man auch sieht, wofür es diese Spiele noch gibt. Und das überrascht mich immer, solche kleinen Facts. Wunderschöne Landschaft. Das Battlesystem ist, ja, drück mal hier einen Knopf, drück mal da einen Knopf. Sehr entspannt alles. Und wer schöne Umgebungen sich angucken will, hat damit viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Bietet mir aber. Es hat Tiefgang mit dem ganzen Waffencrafting, aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gedacht. Und es gibt ein sehr cooles Valley mit einem Drachen, der da drin liegt. Und das ist halt wirklich so viele Tiere drumherum und dieser Drachen drin. Finde ich sehr geil. Jetzt ein Spiel, wo ich nicht gedacht hätte, so viel Spaß damit zu haben. Das neueste Need for Speed mit dem Namen Need for Speed, auch für die Xbox One. Und tja, soll man sagen, dieses Spiel hat eine super Fahrphysik, sieht super geil aus, auch wenn sie sich sehr einfach gemacht haben, indem man es immer regnen lässt, wo es cool sowieso aussieht und man die Regentropfen auch am Lack runtertropfen sieht. Und es gibt halt keinen Nacht-Tag-Wechsel. Es gibt nur, und was ich blöd finde, an bestimmten Stellen in der Strecke wird es mal heller, aber wenn man die Strecke wieder zurückfährt, also man fährt vor und legt dann rückwärts ein, siehst du die Sonne wieder runtergehen. Also was sie sich dabei gedacht haben, muss man nicht wissen. Aber an sich ein schönes Spiel hat leider diesen dummen Online-Zwang. Wobei, dabei hat es noch nicht so einen Multiplayer, bis auf Ranglisten. Aber einen effektiven Multiplayer hat es nicht, muss man dennoch immer online sein. Total bescheuert ist. Und was kann man sagen? Ich sage immer zu dem Spiel, es ist cool, aber es macht alles dafür, dass es mir nicht gefällt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Auch dies ist jetzt in meiner Liste. Und die PlayStation 3-Spiele wollen sich schon an mir reiben. Sie wollen nicht vergessen werden. Keine Sorge, ihr werdet nicht vergessen. Hier kommt jeder mal dran. Rare Replay. Das habe ich mir zu meiner Xbox One vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Ist ein Exklusivtitel. Bietet die klassischen Rare-Spiele. Leider ist kein Conker mit drin. Ich glaube, oder? Doch, Live and Reloaded ist aber nicht drin. Was ein Xbox Live-Exklusivtitel ist. Aber halt die ganzen Klassiker sind drin. Battletoads ist drin. In der Arcade-Version, in der normalen Version. Cameo. Grabble by the Ghoulies, alles so Sachen. Viva Piñata ist mit drin, die ganzen Banjo-Kazooie. Und auch wenn es cool aussieht, die 3D-Sachen lassen sich fürchterlich steuern. Also das ist nicht mehr up to date. Will die Sachen wirklich spielen, aber auch bei Cameo, was ja eigentlich für Kinder gedacht ist, glaube ich, ich komme da nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. Und jedes Spiel wird einzeln in der Library bei Xbox One aufgelistet. Das ist nicht, also manche Sachen sind natürlich auch auf der Disc, aber manche Sachen wie ein Perfect Dark sind außerhalb, weil es die halt auch als Download-Titel gab. Schon. Gut, jetzt das Letzte. Da habe ich mich sehr gefreut. Halo Master Chief Collection. Ich habe alle Teile schon gespielt davor. Mir die dennoch gekauft und es hat sich gelohnt, wie ich finde. Das Halo 2 Remake ist furchtbar gut. Wer das Durchgenudel dazu gesehen hat, wird wissen, dass ich die Grafik überragend fand. Halo 5 war nicht so gut in der Grafik. Halo, Master Chief. Das so lang. Und dass sie ODST mit reingenommen haben, also dass sie den Content aufstocken, man sich diese Live-Action-Serie angucken kann, Dawn of Fall, nee, Fall of Dawn, die auch nicht schlecht gemacht ist, die leider zu wenig Budget hatte. Lohnt sich auf jeden Fall, wer noch gar keinen gespielt hat.
Auf jeden Fall, weil man kriegt für einen schmalen Taler, wenn das 60 Euro irgendwo noch kostet, selbst das ist es wert. Man hat immerhin 4, 5 Spieler. Ich glaube nur, dass man jetzt ODST muss man jetzt kaufen im Store zusätzlich upgraden. Das gab es nur für wer das vor einem bestimmten Datum gekauft hat, bekommt das, hat das gratis bekommen. So rum. Gut, und ich glaube, das waren meine Xbox One-Spiele. Die physischen. Ich werde wahrscheinlich auch mal noch eine Folge machen, wo ich digitale Sachen durchgehe. Aber das kann auch noch mal. Da brauche ich 2 Schränke. Gut, kommen wir weiter mit Darksiders 2. Das habe ich auch als PS3 Download-Titel. Die Definitive Edition. Wo man sagen muss, es sieht ein bisschen hübscher aus. Es hat leider immer noch ein paar Fehler. Das muss ich aber mal wieder reinlegen, weil vielleicht sind die endlich mal weg. Darksiders. Ich habe mich verschrieben. Ders. Und dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, weil ich das als Vorabversion irgendwie bekommen habe, keine Ahnung. So wie das Paper Jam Mario, was, glaube ich, noch nicht zu jetzigem Zeitpunkt noch nicht draußen ist, was ich aber schon im Dezember in den Läden gesehen habe. Ganz komische Geschichte das. Add to Library auf PS4. Dann. Retail, Land Borrowed. Ach, da können wir auch noch. Edit, können wir auch noch sagen. PS3. Nehme ich das nämlich gleich noch mit auf, weil sehr viel mehr werde ich zu dem anderen Ding auch nicht sagen können. Gut. Kommen wir zum nächsten Ding. Wir haben so viel geschafft von der Reihe. Ich sehe schon, wie lange machen wir den Spaß schon? 12 Minuten. Assassin's Creed Unity habe ich in der Special Edition. Auch hier oben mit dem Steelcase. Packen wir doch da mal. Schieben wir die Amiibos mal hier runter. Zack. Ja, ich sammle Amiibos. Ich finde die witzig. Auch wenn ich sie nicht nutze. Hier, diese Edition. Bastille Edition. Kommt mit einem Soundtrack, mit einem kleinen Artbook, 2 Lithografien. Was ich nie verstehe, was sind Lithografien? Das sind Kunstdrucke halt, ne? Kann man da als Postkarte verschenken. Ein paar zusätzliche Missionen, die es dann sowieso kostenlos gab. Und ein paar Goodies. Habe es mir via Amazon vorbestellt, was es auch nochmal ein paar Goodies dazu gab. Schönes Spiel, aber wieder EA. Nee, es ist Ubisoft diesmal, ne? Wir wollen ja hier keinem. Hatte halt einfach zu viele Fehler und ich bin blöd abgestürzt bei manchen Sachen. Das hat keinen Spaß gemacht. Assassin's Creed, meine Damen und Herren. Hat aber einen schönen Multiplayer-Modus. Und dafür hat sich's auf jeden Fall. Wie Assassin's Creed Unity gibt's nicht. Ich habe Assassin falsch geschrieben, oder? Wie schreibt man Assassin? Mit 2 S. Assassin. Assassin. Hä? Der findet halt einfach kein. Ach, Doppel-SS. Creed. Das ist ja ein komischer Name. Stimmt aber auch nicht. Oh Mann. Ich suche jetzt nur nach Assassin. Er findet kein. Ah, jetzt. Syndicate. Habe ich auch gespielt. Fand ich auch nie so toll. So. Add to Library. Für PS4 haben wir das. Dann. Ich gehe jetzt auch mal gleich noch ein paar Assassin's Creed-Teile auf dem PC durch. Nur weil wir jetzt gerade schon bei Assassin's Creed sind. Black Flag habe ich ein bisschen reingeguckt. Den dritten Teil finde ich sehr geil von den Häusern. Das gefällt mir richtig gut. Das haben wir auf dem PC. Da muss ich dann halt gucken, dass ich die nicht doppelt eintrage. Was haben wir denn noch? Assassin's Creed 2. Das ist Revelations. Auf der PS3 habe ich das. Welches ist es denn jetzt? Brotherhood ist es nicht. Revelations habe ich aber auch auf dem PC. Gab es auch mal im Sale. Die typischen Sale-Geschichten hier. Assassin's Creed 2. Auf der PS3. Und das habe ich wirklich
bis auf ein paar Federn habe ich das komplett durchgespielt, was selten ist bei mir. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wer mich kennt, weiß, dass wenn mir ein Spiel nicht Spaß macht, dann spiele ich das Ding auch nicht durch. Was eigentlich sehr traurig ist. Jetzt, mein Pile of Shame. Metal Gear Solid 5. Phantom Pain. Habe ich immer noch nicht durchgespielt. Ich habe sehr weit gespielt und dann kam was anderes. Einfachere Spiele. Simplere Spiele. Und das muss ich sagen, ist wirklich ein großes Vergehen, dass ich das noch nicht durch habe. Aber bin guter Dinge, dass ich das durchspielen werde. Da können wir auch gleich den fünften Teil Ground Zeroes, den Pre-Dingens, der 2 Jahre vorher kam, noch mit reinnehmen. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Habe ich noch nicht angefasst. Ich habe nur mal reingespielt, weil ich zeigen wollte, wie cool die Grafik aussieht. auf der PS4. Da war noch alles neu. Wir können auch, wenn wir hier schon mal sind, bei Metal Gear Solid, können wir auch noch die anderen. Metal Gear Solid Legacy Collection habe ich gesucht. Gibt es für die PS3 ausschließlich. Bietet die ersten drei Versionen. Also 1, 2 und 3. Und 1 kriegt man, da muss man gucken. Wenn man das runterlädt, das ist wieder leider nur ein DLC, was ich sehr schade finde, gibt es die deutsche, die französische, alles Einzeldownloads, da muss man gucken, welches man sich installieren möchte. Gut, jetzt gucken wir doch mal hier noch weiter. Metal Gear 2 Subsistence habe ich auch nur den Anfang gespielt. Bin ich auch nie sonderlich weit gekommen. Habe ich auf der PS2. Close. Dann haben wir natürlich Metal Gear Solid 3 Subsistence. Heißen die alle Subsistence? Da müssen wir dann, wenn wir bei den PS2-Spielen sind, nochmal gucken. Add to Library, PS2. Done. Close. Die VR-Missions sind natürlich auch mit dabei. Zack. PS3. Zack. Done. Close. Kann ich theoretisch fast alles ankreuzen, weil ich echt viele habe. Hier sehe ich gerade Twin Snakes, habe ich leider nicht, obwohl ich das sehr gerne haben wollen würde. Add to Library, PS3, dann Close. Jetzt gehen wir mal durch. Peace Walker auf der PSP habe ich mit Julian sehr gerne Koop gespielt. Er hat seine PSP nur leider verschenkt oder so. Nicht für, doch, ich habe es für beide. Dann Close. Finde ich ein sehr schönes Spiel, sehr kurze Mission immer, die man immer wieder machen kann und ist so vom System auch ein Vorläufer von Metal Gear Solid Phantom Pain mit diesem Fulton-System, wo man Leute sich in seine Basis holt, die sich ausbaut und so weiter. Dann Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, greifen wir auch ein bisschen vor. Add to Library, habe ich beim Freund gesehen, wollte ich online spielen, hat dann 4 Stunden gebraucht, um das Update zu machen. Typisch PS3 damals noch, wo auch die Internetverbindung nicht so geil war. Habe ich aber gewartet extra bei ihm, um dann kurz im Multiplayer auf den Sack zu bekommen. Habe ich auch sehr gerne gespielt, würde ich auch gerne nochmal neu durchspielen. Aber ich sehe schon, ich muss mir dafür Zeit nehmen. Zeit und vor allem Muße, die ich leider nicht habe. Sehr ärgerlich ist. Kommen wir jetzt zu einer weiteren kleinen Enttäuschung. Naja, man hätte es voraussehen können, nämlich Batman, die Batman-Serie. Oje, oje, da kommt jetzt wahrscheinlich ganz viel. Batman Arkham Knight nämlich für die PS4. Tja, was soll ich sagen? Ich war ein bisschen enttäuscht bei Arkham Knight. Arkham City war auch schon nicht so geil. Das ist zwar alles größer und offener und schöner, aber es hat nicht mehr dieses Feeling gehabt, dieses Bedrückende von den engen Räumen, den kleinen Verstecken und Winkeln eines Arkham Asylum. Da kam es einfach nicht mehr dran. Arkham City
das Gleiche. Ich habe es auch gerne durchgespielt, so ist ja nicht. Das habe ich, glaube ich, auch für die PS3 dann. Aber es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Ach, sind hier auch Filme mit drin? Batman Begins gab es auch ein Spiel. Für die Xbox. So alt ist der Film schon. Hier, Arkham Asylum. Zack, Add to Library. Das war, glaube ich, für die Xbox noch. Sagen wir, das war für die Xbox. Gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Vor allem die DLCs sind ja ein Witz. Die gehen eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, dann zahlt man 5 oder 11 €. Das sind die Charaktere, sind cool, aber warum schmeißt man die nicht einfach in die Welt und lässt sie ein paar Leute noch verkloppen? Neben der Handlung, dann macht's wenigstens Bock. Grand Theft Auto. Auto. Grand Auto habe ich jetzt geschrieben. Theft. Jetzt habe ich es zusammengeschrieben. Schreiben wir GTA. GTA. Kann der das? Nee. Grand Theft Auto. 5 habe ich hier. Und das habe ich mir gekauft. Ich glaube, habe ich den alten Teil? Den habe ich, glaube ich, auch noch. Habe ich den noch? Ich glaube, ich habe den für beide Konsolen. Und das war wirklich ein Titel. Da habe ich mich sehr darauf gefreut, endlich ein Next-Gen-GTA. Oder? Naja, auf jeden Fall neueres. Zu Ende der Ding kam das ja raus. PS3, PS4. 4 dann. Und auf der PS3 habe ich es komplett durchgespielt, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und habe auch online ein bisschen gespielt, wieder mit dem Julian, der sich das auch geholt hat. Vor allem die Wellenmodi waren witzig, weil man da ballern konnte und habe es mir jetzt nur wegen dem Ego-Shooter-Feature und den verbesserten Optiken nochmal für die PS4 geholt und muss ehrlich sagen, ich habe es nicht mehr so oft angefasst. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es hat, verliert einfach den Reiz und ich weiß nicht warum. Weil eigentlich macht es nichts falsch. Aber wo ich hier schon mal bin, dann können wir uns auch, dass die App auch als Spiel gewertet wird, halte ich ja für Unfug. Grand Theft Auto, das Original, kann man sich kostenlos runterladen und ich glaube den zweiten auch. Den besitze ich aber nicht physisch. Deswegen, aber GTA Vice City, das beste GTA, weil ich das am längsten gespielt habe. Nee, das war, habe ich mir in dieser Collection da geholt, die da unten steht, mit GTA 3 zusammen. Und das war wirklich, da weiß ich noch, mein Vater war in Kur, ich war bei meiner Oma 4, 5 Monate. Und damit hatte ich richtig viel Spaß. Und ja. Es ist eine übersichtliche Stadt, sie ist cool designt. Man kann sie relativ schnell auswendig lernen. Sie bietet Abwechslung, schöne Mission, hat dieses schöne 80s-Flair, geile Musik immer noch. Und ich bin so ein bisschen raffig gewesen. Sagt man nicht so, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Denn ich habe das mir als erstes damals für die Xbox und dann habe ich so das Gefühl, die CD ist einfach zu ausgelutscht, es läuft nicht mehr. Habe ich es mir für die PS2 nochmal geholt. Vor ein paar Jahren, als ich in Köln auf der Gamescom war, im Saturn habe ich mir das mitgenommen und dann nochmal für einen PC. Ich glaube sogar auch als Retail-Fassung plus nochmal auf Steam, damit ich es auch auf Mac spielen kann. Ist das abartig oder was? Und ähnlich geht es mir damit dann auch mit GTA 3 und GTA San Andreas, die dann immer mit in diesem Pack waren. Wo haben wir sie denn? Liberty City Stories, um den Bogen zu schlagen, habe ich auf der PSP natürlich. Dass es das auch für PS3 gibt. So ein Unfug. Nee, habe ich auf der PSP. Hat so ein Feature, ich übernehme die Stadt und muss dann meine Anlagen beschützen, so Häuser, denen kann ich sagen, hier verdient mir Geld. Das ist eigentlich ganz witzig von der Idee. Es ist nur wahnsinnig nervig, weil man dauernd andere Gangs hat, die einen abknallen, während man in einer Mission ist.
Oder man wird angegriffen, dann muss man da hinfahren, damit man das nicht verliert. Und dann ist das alles so ätzend. Und nee, finde ich nicht cool. So, PC, PlayStation 2, nee, und Xbox P habe ich GTA 3. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Das habe ich früher beim Kollegen auf der PS2 gesehen und war da sehr geflasht, wie wahrscheinlich jeder zu der Zeit, der das gespielt hat. So, dann zack, zack, Xbox, glaube ich, war das. Ich rede von San Andreas, welches ich sogar durchgespielt habe mit Lüstern. Es war witzig, dass man so viel machen konnte. Es war wirklich sehr frei. Es war eine gigantische Welt für die damalige Zeit. Und mein Case verabschiedet sich. Gut, haben wir noch ein GTA vergessen? Ja, Liberty City Stories. Der erste PSP-Ableger, den ich auch sehr gerne gespielt habe. Ich habe mir sogar das Lösungsheft dazu geholt. Und das heißt schon was. Wo alle Päckchen sind und alles habe ich tatsächlich nie gemacht, weil mir der Spielstand irgendwann mal abgeraucht ist. Oder war es die PSP verschwunden, weil ich habe eine zweite PSP mir kaufen müssen, weil meine einfach irgendwann weg war. Ich weiß nicht, wie ich die verloren habe. So, habe ich jetzt noch einen übersehen. Es gibt aber auch viel Zeugs. Krass, Mann. Machen wir jetzt mal endlich die PS4-Spiele fertig. Ein weiteres Spiel. Was in meine neue persönliche Kategorie fällt, war ich mir nicht sicher, war ich sehr skeptisch, habe ich mir dann aber geholt und war dann doch einigermaßen begeistert. Es geht hier um Destiny. Es gibt sehr viele Worte, sehr viele Spiele, die Destiny im Namen haben. Destiny, hier haben wir es doch. Von Bungie. Ich bin großer Halo-Fan, wie ihr natürlich wisst. Und jetzt so ein MMO-like-Spiel. Für Konsole. Habe mir sogar die Erweiterung geholt, habe mir nämlich die Demo runtergeladen, bin dann auf zwei Leute getroffen zufällig, habe die so angepinkt, glaube ich, kann man. Bin dann mit denen in eine Party und das war ein jüngeres Paar, die auch zusammengespielt haben, Destiny, und die kannten sich aus, sie haben gerade neue Charaktere erstellt, um dann wieder neu aufzuleveln, denn es gibt so ein paar Beschränkungen, man kann nur bestimmte Sachen mit einem Charakter machen. Und dann muss man eine Woche warten, wenn man die zu schnell gelöst hat. Und dass man einem dann nicht langweilig wird und nur Patrouillenmissionen macht, kann man das machen, um immer sinnvolles Zeugs zu tun, um den möglichst besten Loot abzugreifen. Ich hatte leider sehr häufig sehr viel Pech und habe immer nur irgendwelche Farben bekommen für meine Kleidung. Und deswegen habe ich irgendwann damit aufgehört. Ich war sogar in dem Clan, die waren alle furchtbar nett. Es war schöne Zeit, sich immer abends hinzusetzen, ein bisschen Destiny zu spielen. Das hatte schon was Besonderes, habe mir auch die Erweiterung. Aber jetzt gibt es noch zwei Erweiterungen, die ich mir kaufen müsste. Die würden mich einzeln genauso viel kosten, wie wenn ich mir das Spiel nochmal neu kaufen würde. Und es ist, glaube ich, auch schon ein zweiter Teil angekündigt. Ich bin mit diesem Spiel werde ich nicht mehr so warm, denn es ist einfach nur Abzocke, wie ich finde. Mit den ganzen Erweiterungen, die man haben muss, um Sachen zu spielen. Und es ist so mittlerweile für viele ein Titel, wenn eine neue Erweiterung kommt, zahlt man 30 €, dann wird die ein paar Wochen gespielt und dann spielt die wieder keiner. Nur bis auf die paar Hardcore-Leute, die jeden Tag Destiny spielen, bis heute gibt es auch. Aber für mich bietet das Spiel einfach nicht genug. Warum? Denn wenn man nicht gelevelt hat und später muss man ja Ausrüstung sammeln, wobei das ja jetzt mittlerweile weg ist. Um Gegner zu besiegen, muss man nämlich immer das gleiche oder ein höheres Level haben. Wenn man, glaube ich, zwei Level drunter ist, unter einem Gegner, macht man null Schaden. Das heißt, man kann nicht so mal durch Skill gewinnen und wenn der PvE nicht skillbasierend ist, sondern einfach nur, ich habe ein höheres Level. Dann finde ich das für sowas eine Schande. Also, wenn man wenigstens ein bisschen Schaden machen würde, aber dass man einfach gar keine Chance hat, das Spiel lässt dir keine Chance, dann macht das mir persönlich keinen Spaß. Kann man gut oder schlecht finden. Jetzt haben sie das Level-System ja etwas geändert. Vielleicht auch das. Und dann vielleicht ist es auch alles ein bisschen geiler. Kommen wir weiter. Witcher.
Schauen wir, wie viel gibt es da. Wild Hunt habe ich mir auch in einer besseren Version geholt. Oder was heißt besseren? Was ist es denn? Die haben immer so komische Namen. Hier Wild Hunt. Mit ein paar Bonusinhalten. Und das ist ein Spiel, das habe ich letztes Jahr sehr gerne gespielt, sehr ausführlich gespielt. Ich hatte das mal pausiert. Ich habe es angefangen und dann pausiert, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dem Kampfsystem nicht zurecht. Jetzt geh da rein, du Kruzifirken, noch einmal. Und habe dann aber ein bisschen erfahren, wie die Tränke funktionieren. Klar, Noob-Wissen, ich hatte keine Ahnung. Und dann lief das auch alles schon ein bisschen geiler. Was habe ich denn noch? Witcher. Das normale Witcher habe ich mir für den PC mal geholt. Zack. Weil man das auf Mac spielen konnte, bin ich bis heute aber nicht so warm geworden mit dem Kampfsystem, wo man zwischen zwei Modi wechseln muss, zwischen schwer und langsam oder schnell und leichte Angriffe. Und dann natürlich noch Witcher 2. Was hier oben nicht seht, habe ich in dieser gigantischen Box für die 360. Habe ich es auch für einen PC? Nee, habe ich nicht. Und das habe ich ein Jahr bevor Release vorbestellt. Dann gab es diese Box irgendwann nicht mehr. Dann gab es die Enhanced Edition eine Woche früher im Mediamarkt und dachte mir, jetzt Moment, das ist doch meine Edition, die heißt doch auch so. Aber die sieht ja ganz anders aus, da ist ja viel weniger drin. Und es ist jetzt schon draußen. Kaufe ich mir das und bestelle meins ab? Habe es Gott sei Dank nicht gemacht, weil meine Version war ein halbes Jahr vorher ausverkauft, hat ein schönes gebundenes Buch drin, hat diesen Wolfskopf implementiert. Ich kann es ja mal, kann ich es zeigen oder fliegt mir dann alles runter? So sieht die aus. Spiegelt ein bisschen. Da ist dieser Witcher-Kopf. Das ist ein dreidimensionaler Kopf. Der ist nicht nur irgendwie hologrammmäßig da drin. Finde ich sehr geil. Assassins of the Kings war mir nur einfach viel zu schwer, weil ich das Kampfsystem nicht gerafft habe. Und ich bin gegen den zweiten Endgegnerkampf, Zwischenendgegnerkampf, nicht durchgekommen. Gegen den Königsmörder. Kam ich einfach nicht durch. Dann habe ich es vor einer Zeit mit dem Wissen aus Witcher 3 nochmal angefangen und einfach nur auf ihn drauf geprügelt. Fertig war er. Super easy Gegner. Und ich dachte schon, ich muss leveln. Sieht nicht mehr so cool aus. Die Bewegung ist leider ein bisschen zu stachsig. Nicht zeitgemäß, meiner Meinung nach. War es damals auch schon nicht. Und deswegen habe ich es nie weitergespielt. Aber wert, wenn ich vielleicht Witcher 3 irgendwann mal durch habe und ich immer noch Witcher infiziert bin, das anfangen können und mich darüber freuen. Gut, viel Gelaber heute. Dann kommen wir nochmal zu Star Wars Battlefront. Battlefront. Und das ist ein Spiel, welches zu denen gehört, wo ich mir denke, ihr verarscht mich doch, EA, mal wieder. Ihr habt wenig Inhalt und das hat es auch. Es sieht nun cool aus und Ende. Es ist sehr arkadisch, schnelllebig. Ich bin nicht so schlecht drin. Es ist nur Multiplayer, keine Kampagne, so wie früher. Keine Space-Schlachten, was ich schade finde. Also sehr viele Kritikpunkte, aber es macht mir Spaß, denn ich mag die Shooter-Mechanik. Dass man aus der Hüfte ballern kann, man muss nicht immer anlegen. Es ist nicht so komplex, es ist übersichtlich und das gefällt mir. Und es sieht fantastisch aus. Ich mag die Geräuschkulisse. Finde ich richtig super. So, auch deswegen werde ich das für die PS4 hier adden. Kommen wir auch gleich noch zu meinem PS2. Ne, ich habe es auf dem PC, das normale Star Wars Battlefront. Oder habe ich Star Wars Battlefront 2? Das machen wir, wenn wir dann in die Steam Library gehen. Dann habe ich es dann nochmal genau. Kommen wir zu, ich wollte schon sagen, zu dem letzten PS4-Spiel, was ich habe. Nee. Kommen wir zu Just Cause 3. Ich bin großer Just Cause 2 Fan, so wie der Julian, der das fast Platin geschafft hätte oder hat es Platin geschafft, aber nicht auf seiner eigenen Konsole.
das habe ich für die PS3 mal in Prag gekauft, in einem Sale, und dachte mir, ja, bietet ja nicht so viel. Die Kritiken sind zwar, ja, sind so mittelmäßig. Ach so, ich habe das mittlerweile auch für den PC noch, weil es da einen Multiplayer gibt. Hab's mir aber dann doch gekauft und ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt und habe mir dann natürlich auch letztes Jahr den dritten Teil geholt, der genauso viel bietet. Er hat so ein paar kleine Änderungen im Gameplay, die mir das Spiel nicht ganz so glücklich machen, wie ich das gerne hätte. Man geht sehr oft drauf, es ist sehr, sehr chaotisch. Aber es sieht cool aus, es bietet mehr und die Fahrzeugmechanik ist leider immer noch beschissen. Sehr beschissen, vor allem wenn man dann noch diese Stunt-Sachen ausführen will, ist das echt schwierig. Ich habe auch den ersten Teil für den PC, glaube ich. Den hat mir mal ein Freund ausgeliehen. Mit dem habe ich aber keinen Kontakt mehr und deswegen besitze ich dieses Spiel. Aber ich habe aber noch den Kassenzettel drin. Kommen wir noch so, Pile of Shame. Fallout 4. Ich bin gigantischer Fallout 3 Fan und Verfechter. Hab Fallout 4 leider nicht so oft gespielt, wie ich es sollte. Ich habe bestimmt 20 Stunden gespielt, habe auch sehr viel Spaß damit. Und es kam wie immer leichtere Kost dazwischen. Und da bin ich zurzeit einfach Fan. Wenn wir schon bei Fallout sind, ich habe mir auch diese Atomic Pip-Boy-Edition geholt, wo alle Fallout-Teile dafür drin sind. Fallout Vegas habe ich sogar zweimal für die PS3, einmal in der ungeschnittenen englischen Fassung, in der deutschen Fassung, die ich geschenkt bekommen habe. Es gibt ein Fallout Online. Dann habe ich natürlich Brotherhood of Steel für die Xbox, die alte, weil das ein Top-Down-Shooter ist, ähnlich wie die klassischen. Nur halt kann man den im Local Co-op spielen, was sehr viel Spaß machen kann. So, dann Fallout 2 Tactics oder Fallout Tactics habe ich alle nur mal reingeschnuppert, aber bin damit noch nicht ganz warm geworden. Ist aber bestimmt ein super Zeitvertreib, so für zwischendurch ist es, glaube ich, genau das Richtige. Fallout 3, der gigantische Titel, den ich auch mittlerweile für den PC habe, in der Atomic-Version, was die Game of the Year Edition ist mit allen DLCs, die aber auf Steam nicht funktioniert, weil da irgendein technischer Kack drin ist. Hab aber auch die komplette Edition. Ein Kollege hat sich mal die Game of the Year Edition, und da konnte ich mir auch die runterladen, die Erweiterung. Und deswegen hatte ich die und konnte die auch spielen und hatte extrem viel Spaß damit. Hab's, glaube ich, 20, 30 Mal immer neu angefangen, vor allem mit dieser Game of the Year Edition für Steam, die ich nicht zum Laufen bekommen habe. Man kann nämlich nicht speichern. Das ist der große Fauxpas. So, Mad Max. Mad Max habe ich ja relativ weit gespielt und da kam auch einfach so viel Neues dazwischen. Macht Spaß. Riesenwelt ist richtig geil. Add to Library für die PS4. Man kann sich verschiedene Autos, eins sucht man sich aus, man kann sie sammeln, man wertet alles auf, man wird besser, schaltet neue Gebiete frei, kann er richtig schön auf die Fresse geben, ähnlich wie im Batman-Style mit Angriff, Verteidigung. Und ja, kann ich nichts dagegen sagen. Jetzt Dark Souls 2. Scholar of the First Sin. Habe ich mir nochmal geholt mit den Erweiterungen, denn die hatte ich noch nicht. Sieht ein bisschen besser aus, hat ein bisschen anderes Gegner-Layout mittlerweile. In der Version ist also eine deutlich andere Version, vor allem wo jeder Gegner, der sich ändert, erheblich das Spiel vereinfachen oder verschwierigen, nein, erschweren kann. Und kann ich nur empfehlen, selbst wenn jemand Dark Souls 2 schon hat und
nochmal dieses Gefühl haben will, es ist nicht der beste Dark Souls-Teil. Gut, es gibt nur zwei. Es ist der schlechtere von denen. Der erste ist doch noch besser und ich freue mich sehr auf Dark Souls 3. So, zack. Können auch gleich weitermachen mit Dark Souls. Jeder, der den Kanal verfolgt, weiß, dass wir gigantische Dark Souls-Fans sind. Ich bin da über Game One draufgekommen. Hab's dann im Laden mir gekauft. Die Special Edition, die unten ist, irgendwo. Hier müsste sie sein. Ich finde sie nicht. Wo ist sie? Ich die verkauft? Hab die doch nicht verkauft. Sie hier oben. Hier oben ist die. Limited Edition mit. So. Und hab das Spiel, glaube ich, ein paar Mal schon durchgespielt. Drei, vier Mal. Ich bin nicht so krass wie der Julian. Und es ist einfach ein schönes Spiel. Und ich bin jemand mit einer geringen Grenze, wenn es um. Ich bleib doch dran. Ist, aber dieses Spiel schafft es, mich dennoch weiter dran zu halten. Ich freue mich sehr auf den dritten. Ich hoffe, der wird nicht so bloodbornig, weil das war ein Titel, der mir nicht ganz so zugesagt hat. Den habe ich zwar auch recht weit gespielt, habe ich aber nie durchgespielt. Weil die letzten Gebiete sind einfach, da müsste ich durchrushen oder mich so langsam vorankämpfen und leveln, dass mir das keinen Spaß mehr macht, weil es einfach sich mehr nach Arbeit für mich anfühlt. Gut. Bloodborne habe ich in der Collector's Edition natürlich. Diablo 3. Noch so ein Titel, den ich doppelt habe. Den habe ich nämlich für die PS3 mittlerweile aber verkauft. Ich glaube, die Version habe ich verkauft oder habe ich die noch? Ich weiß es nicht. Naja, das werden wir sehen. Ja, Diablo. Diablo suchen. Aha. Und hat ein paar Erweiterungen drin. Man kann seinen alten Charakter übernehmen, was ich sehr schön finde. Und deswegen jetzt Moment. Reaper Souls. Ach, Ultimate wahrscheinlich. Für die PS4. Dann. Zack, ich habe auch noch den ersten Diablo-Teil ein bisschen gespielt. Der ist witzig, aber leider nicht mehr up to date. Den habe ich für den PC in einer Box mit Warcraft und Starcraft. Kommen wir aber auch noch dazu. Ohne Chambara, ein relativ einfacher Hack-and-Slay-Titel. Z2 Chaos, typisch japanischer Titel. Man spielt abwechselnd eins von vier Mädels, die in Bikinis rumlaufen und irgendwelche Dämonen wegschnetzeln. Hat aber ein sehr nettes Kampfsystem. Es ist leider sehr wenig Tiefgang vorhanden. Und ja, für zwischendurch ist das witzig. Ich werde jetzt aber keine 60 Euro dafür ausgeben. Für den 20er. Wer auf süße Mädchen, die Dämonen schnetzeln, Bock drauf hat und auf, es kommen einfach nur Gegner in einem leeren Raum, der kann damit Spaß haben. Kommen wir jetzt noch zu den Titeln, die in diesen Klarsichthüllen kommen. Das wäre, ja, das sind jetzt, sagen wir einfach, wir haben sie. Das ist nämlich Rainbow Six. Ich als großer Rainbow Six Fan, habe mich sehr auf das Neue gefreut. Siege, der sechste Teil auch. Und war ein bisschen enttäuscht, dass die Kampagne runter rausgeflogen ist, es nur Multiplayer hat. Aber der kann einiges, der macht mir sehr viel Spaß. Es gibt viele DLCs, die wohl kostenlos kommen werden für jedes Quartal. Und da freue ich mich drauf. Und wenn man Leute hat, mit denen man spielen kann, sich absprechen kann, und das habe ich Gott sei Dank, kann man da extrem viel Spaß haben. Weil es eine gute Mischung ist aus Absprechen. Man schießt gar nicht so extrem viel, darauf kommt es auch gar nicht so an. Und das gefällt mir.
Hier, wenn wir bei Rainbow Six schon mal sind, können wir auch gleich noch zu Black Arrow gehen. Was, glaube ich, exklusiv für die Xbox war, ein Standalone-Add-on, welches mir richtig gut gefallen hat. Rogue habe ich auf dem PC. Eins der klassischeren ist, glaube ich, der zweite Teil. Und heben wir uns den besten für die Mitte auf. Rainbow Six Vegas 2. Na gut, ist nicht der beste, aber den habe ich im Multiplayer, bin ich höchster Rang, was ich noch nie geschafft habe. Habe ich jetzt letztens, als ich mal das noch mal ein bisschen gespielt habe, erreicht, weil man bekommt im Singleplayer wie im Multiplayer steigt man einfach kontinuierlich einen Rang auf, schaltet dann immer neue Tarnungen, Rüstungen frei. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich es eben so weit gespielt habe. Ich mag dieses Third Person in Deckung gehen, das hat gut funktioniert. Macht im Koop, offline wie online, richtig viel Spaß. Dann Rainbow Six 3. Jetzt muss ich mal gucken. Gibt es mehrere davon? Raven Shield ist der beste Rainbow Six Teil auf dem PC, kann ich nur empfehlen. Gab es auch für die Xbox und für die PS2. Aber den auf dem PC, es gibt so viele Karten, es gibt so viele Mods, die einfach runtergeladen werden. Man muss nicht groß was installieren, es funktioniert einfach wunderbar. Wird auch heute immer noch gespielt, glücklicherweise. Meistens mit so Karten 500 Gegner und jetzt kommen die alle durch die Tür. Viel Spaß. Also nicht mehr sehr viel mit Taktik. Oder so Geschichten wie, du hast eine gigantische Weide und nur Scharfschützen, mach sie ausfindig und eliminiere sie. Den ersten Vegas habe ich auch immer wieder anfangen müssen. Den habe ich mir für die Xbox 360 als Download-Titel runtergeladen. Und was war? Irgendwann war der weg. Und ich konnte ihn auch nicht mehr runterladen. Dann musste ich irgendwie, habe ich dort angerufen bei der Hotline und habe den irgendwie zurück versucht zu holen. Die hat mir dann gesagt, wie das geht. Das hat auch funktioniert und habe den jetzt und freue mich, dass ich den spielen kann. Habe den mittlerweile aber auch auf dem PC mir nochmal geholt, weil ich habe mir da die Rainbow Six Collection geholt. Da sage ich mal, den habe ich den physisch? Nee, den habe ich digital und den habe ich nämlich auch für den PC. Zack. Zack. Habe ich jetzt noch einen vergessen? Lone Wolf habe ich nicht, Takedown. Doch, Lockdown habe ich noch. Das war zu der Zeit, als ich Rainbow Six 3 gespielt habe, kam der raus und ich hatte so wahnsinnig Bock, weil es sah halt deutlich besser aus und habe es bis jetzt aber noch nicht so wahnsinnig gespielt, weil ich ein bisschen Grafikprobleme hatte. Es lief einfach nie so gut. Oder ich konnte ihn auch nicht speichern, was sehr schade ist und es haben sehr viele Spiele bei mir in letzter Zeit. Ja, das war's. Für diese Folge erstmal, wir haben so viel geschafft. Oh, ein Spiel müssen wir noch machen. Noch so ein unerwarteter Sache. Wer kennt sie nicht? Die Dragon Quest-Reihe. Und zwar in dem wunderschönen, wie heißen sie denn? Die Spiele. Dynasty Warrior Look. Hat mir schon Hyrule Warriors sehr viel Spaß gemacht, in der wir in die nächste Folge kommen werden. Und das ist ein arenabasierter Beschütze gewisse Punkte und wehr Feinde ab. Und da habe ich richtig Bock drauf. Es macht sehr viel Spaß, Charaktere freizuschalten, die aufzuleveln, neue geile Kombos zu machen. Das Kombosystem ist relativ easy, aber es macht Spaß. Es heißt Dragon Quest Heroes. Add to Library ist wohl ein. Nee, kam für alle PC und PlayStation raus. Sehr schöne Sache, macht jede Menge Spaß. Und damit möchte ich mich verabschieden. Das war Xbox One und PS4 Titel. Und noch ein paar andere Sachen, die nebenbei liefen. Ein paar Serien haben wir abgehandelt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet es einigermaßen unterhaltsam, meinen Geschichten zu lauschen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Teil wieder, wenn wir uns der Wii U widmen und wahrscheinlich auch den Wii spielen. Wahrscheinlich werden wir da ein bisschen schneller durchgehen und dann kommen wir zu diesem doppellagigen PS3-Pack, Xbox 360, Xbox. Seid also dabei wieder, wenn es heißt Gamings weg vom Brett!
Teil 2 mit Jan und seine Spiele in der... Ach ja, die Rubrik heißt übrigens... Alles haben wir nämlich gespielt. Näheres zu diesem Ding in der nächsten Folge. Bis dahin und bis auf dann.